Hallo, heute gucke ich mir mal den Karster See an. Und zwar ausnahmsweise nicht mitten im Winter, sondern mal richtig im Hochsommer. Das sind im Juni im Moment, wir haben 35 Grad. Wenn man sich das anguckt, da vorne ist der Weg, da laufen die alle rüber. Das ist voll, voll, voll. Da ist eine Riesenschlange am Eingang, damit man überhaupt rein darf. Die Sonne knallt runter und dann wartest du vor Ort sicherlich. Also könnt ihr die Schlange selber mal nachzählen. Aber sicherlich 20 Minuten oder so, bis man da dann drin ist. Für mich zum Abfliegen super, interessant, mal ein bisschen vorsichtig mit Menschenmengen, aber wenn ich jetzt denke, ich müsste da schwimmen gehen, nee. Also schwimmen ist schön, aber der Strand an sich völlig überfüllt. Ich weiß gar nicht, wie wir das mit Corona machen. So erfrischend so ein See ist, im Moment kann man das vergessen.